Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP, hier auf der, ja, Bootshaustreppe Richtung Bootshaus, beziehungsweise Richtung erster Innenhof. Und ja, der geneigte Zuschauer wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, ey, Moment mal Daniel, hast du nicht letzte Folge eigentlich gesagt, dass du jetzt weiter an der Eulerei bauen willst? Ja, du ominöser Zuschauer, du hast eigentlich vollkommen recht. Tut mir leid, ich habe meinen Plan ein bisschen über den Haufen geworfen, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Denn wir werden wahrscheinlich trotzdem noch in dieser Woche einmal an der Eulerei weiterbauen. Aber ich dachte mir, weil heute, oder beziehungsweise weil ich in dieser Staffel unbedingt zumindest den Anfang des Bootshauses angefangen haben wollen würde, ja, möchte ich das gerne jetzt mal heute probieren, weil ich mir jetzt auch die ganze Zeit bestimmt eine Stunde lang Bilder angeschaut habe. Ich habe mir Inspiration geholt, ich habe mir Ideen zusammengesucht und ich habe ein Bild neben mir offen, ja, was so ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, wie das Bootshaus in Minecraft gebaut werden könnte. Und ja, ich habe mir natürlich auch genau angeschaut, wie das jetzt hier eigentlich gemacht werden muss, weil wir sind ja aktuell hier am, ja, untersten Punkt, also weiter runter geht's nicht, weil sonst haben wir später Probleme mit dem Schwarzen See, weil der soll ja auch ordentlich tief gebaut werden und aktuell wäre er halt so tief, wie der Boden da ist und ja, da kann man auf jeden Fall später einiges an Unterwasserkulisse einbauen, was ja auch wichtig ist. Aber ja, auf Grundlage dessen müssen wir jetzt mit dieser Höhe hier klarkommen und ich habe einige Bilder gesehen, die zeigen, dass das Bootshaus nicht direkt hier angrenzt, sondern hier an der Seite, also seitlich quasi. So, also, ne, wir müssen dann hier noch eine Plattform dran setzen. Und genauso werden wir das jetzt gleich auch machen. Ich weiß noch nicht genau, ob das alles so gut funktionieren wird, weil ihr wisst, Leute, gerade in solchen Bauaufgaben, wo ich blind drauf losbaue, ja, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil, naja, ich vertue mich halt gerne am Anfang. Aber ich dachte mir, es wäre ganz spannend und vor allem werde ich das jetzt auch erstmal alleine machen. Also, habt ihr wahrscheinlich selber schon gemerkt, also, die Woche habe ich eigentlich ich habe die Woche nur alleine aufgenommen, ne? Ja, das ist eine absolute Ausnahme, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so mega schlimm, aber manche finden das vielleicht auch ganz gut so. Ja, vor allem bedingt dadurch, dass die Bauaufgaben halt sehr interessant waren, meiner Meinung nach. Und, ja, wie letzte Folge schon gesagt oder wie vorletzte Folge schon gesagt, ist es halt so, dass diese Aufgaben schwer in einer Gruppe, ja, zu kommunizieren sind. Ich habe leider diese Woche keine Zeit, um mit anderen Leuten zusammen aufzunehmen. Das ist jetzt leider ein bisschen Struggle, weil, naja, es kam Hogwarts Legacy, dann habe ich noch eine Kooperation mit einem neuen Harry Potter Kochvideo, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Ich habe einige andere Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Und ja, das Ding ist halt, eine Together-Folge in dem Sinne ist jetzt nicht unbedingt viel mehr zeitaufwendig, aber sie muss halt irgendwie schon so ein bisschen geplant werden und meistens ist es halt so, dass ich mit den Leuten dann auch gerne noch mal eine Stunde nach der Folge einfach im TS bin und mit denen quatsche, weil ich es selber echt, ja, bescheuert fände, wenn ich jetzt einfach hergehen würde und Leute einlade und dann sage, ja, ey, lass mal eine Folge aufnehmen und nach der Folge, ja, okay, danke, tschüss. Weiß ich nicht, Leute, also das mag ich einfach nicht, deswegen, ich möchte dann auch natürlich gerne noch Zeit mit den Leuten verbringen, möchte mit denen dann reden und, ja, die Chance mal nutzen, auch mit diesen Leuten dann eben privat ein bisschen zu quatschen. Und ja, das wäre aktuell halt einfach nicht so gut machbar und ich müsste halt voll so, ja nicht voll so Zeitdruck, aber ich müsste schon so ein bisschen auf die Uhr achten und das ist halt mega doof, ich komme mir da mega unsympathisch vor und deswegen, ja, diese und vielleicht auch nächste Woche, das muss ich aber schauen, wird es keine Together-Folge geben, aber ja, ich werde auf jeden Fall das Ganze nicht komplett ruhen lassen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, der Daniel macht jetzt keine Together-Folgen mehr, das wird auf jeden Fall nicht so sein, ich habe da Blut geleckt, also nicht wortwörtlich, aber ihr wisst, wie ich das meine und ja, deswegen werde ich auch weiterhin auf jeden Fall Together-Folgen bringen. Da braucht ihr euch absolut keine Sorgen machen. So, ihr fragt euch jetzt gerade wahrscheinlich, Daniel, was machst du da? Das ist eine gute Frage. Das hier wird später der Grundpfeiler für das Bootshaus selber. Natürlich ist das nicht durchgezogen, weil in der Mitte führt ja noch so ein Wasserweg durch das Bootshaus, aber ich mache das einfach nur, ja, ja, ich sag mal, damit man es einfacher, also damit man es sich im Kopf einfacher vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob euch das irgendwie gerade weiterhilft, diese Information, aber mir hilft das auf jeden Fall jetzt gleich beim Bauen, hoffe ich zumindest. Und, ja, ich habe heute auch kein spezielles Thema am Start, weil ich dachte, ey, so eine neue Bauaufgabe über so ein spannendes Thema, also über so, ne, über das Bootshaus in dem Sinne, was ja auch eigentlich originalgetreu gebaut werden muss, weil es ist ein sehr wichtiger Ort in Hogwarts, da wäre es vielleicht eigentlich nicht so, ne, gut, wenn ich da jetzt extra ein Thema rausgesucht hätte. Deswegen dachte ich mir, ey, wir labern heute vor allem über die Bauaufgabe an sich und vielleicht auch einfach generell über das Bootshaus, weil, naja, das Bootshaus war in Harry Potter immer ein, ja, sehr, sehr bekannter Ort, zumindest in den Filmen, muss man sagen, weil
Ja, in den Büchern wurden ja viele Szenen, also wichtige Szenen, wie zum Beispiel die zwischen Snape und Voldemort, wurde ja nicht im Bootshaus, also im Buch war es nicht im Bootshaus, sondern in der heulenden Hütte. Und ja, deswegen ist es in den Filmen ein bisschen prominenter rübergekommen als jetzt in den Büchern selber. Ich war gerade am Überlegen, ob das Bootshaus eigentlich in den Büchern so in der Form genannt wurde, weil es gibt einige Orte in den Büchern selber, oder beziehungsweise in den Filmen selber, die in den Büchern nie genannt wurden. Aber ich glaube, das Bootshaus gehörte... Nein, das gehörte nicht dazu. Sonst... Nee, vergiss, was ich sagen wollte, Leute. So, ich muss jetzt aber mal echt nachdenken gerade. Also, hier wird der Schwarze See später auch noch reinfließen. Das hier ist quasi so der Weg neben dem Bootshaus. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir da schon mit Mauern was abstecken. Können wir gleich auch nochmal gucken. Aber ich glaube, das Intelligenteste, was man jetzt gerade tun könnte, wäre, jetzt erstmal für sich zu schauen, wie breit das Bootshaus insgesamt wird. Ich dachte mir auch, ich baue das erstmal aus Bruchsteinen vor, weil, naja, ich fände es eigentlich ganz schön mit Bruchsteinen, weil es dann ein bisschen älter und ein bisschen ranziger aussieht. Und ja, genau. Aber das ist alles noch offen, Leute. Also ihr könnt immer jederzeit sagen, Daniel, nee, bitte mach das anders, dann mache ich das anders, gar kein Thema. Aber ich mache das jetzt erstmal natürlich nach eigenem Ermessen und vor allem ohne Plan. Also das ist jetzt hier wirklich eine absolute Retro-LBH-Folge. Einfach drauf losbauen, hoffen, dass es am Ende gut aussieht. Vielleicht auch noch mit ein paar Korrekturen hin und wieder. Das kann auf jeden Fall sein, aber ich möchte das unbedingt mal wieder in LBH ein bisschen mehr fokussieren, dass ich auch einfach mal drauf losbaue und mein Glück versuche. Weil ich meine, die ersten, ja, ich glaube 600, 700, 800 Folgen waren ja komplett ohne Server, da habe ich ja komplett für mich alleine gebaut. Und ja gut, Hogwarts sah da jetzt nicht von Picasso höchstpersönlich aus, aber es war als Hogwarts zu erkennen. Und es gab schon Leute, die gesagt haben, dass sie es schön fanden. Ja, will ich an der Stelle nochmal festhalten. Deswegen könnte es ja auch durchaus möglich sein, dass auch dieses Bauvorhaben jetzt von mir geruled wird, ne? Ja, vor allem geruled, Daniel. Ja, also falls ihr euch gerade fragt, was das hier ist, also das Bootshaus ist ja in drei verschiedene Gebäudeparts abgesteckt. Es gibt einmal zwei seitliche Gebäudeteile, die an das Hauptgebäude quasi dran gebaut werden. Und ich dachte mir gerade, dass hier so ein Abstand eigentlich ganz gut wäre. Vielleicht mache ich ihn doch noch einen breiter. Aber das Bootshaus darf auch nicht zu groß werden. So, jetzt haben wir natürlich noch den Mittelpunkt. Teil. Also das hier ist quasi so der Weg an der Seite. Das, was jetzt hier hinter diesem Stein liegt, ist nachher Wasserfläche. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie groß wird die Wasserfläche? Ich finde, das sollte man diesmal ein bisschen besser abpassen, damit es am Ende symmetrisch ist, weil es ist nämlich so, dass jetzt hier an den Seiten natürlich dann noch später Boote stehen. Und ich glaube, mit so einem Fünferabstand wäre das eigentlich ganz schön. Ja, ich mache das erstmal so, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt, Moment... Hier haben wir jetzt einen Viererübergang, das heißt, hier müssen wir auch wieder einen Viererübergang machen. Das heißt, wir müssen diese Plattform noch um mindestens drei Steine, ja, breiter machen, genau. So, ja, Zeitumkehrer wäre vielleicht auch mal wieder angebracht. Obwohl, ne, ich habe das Gefühl, es wird hier schneller dunkel, aber das liegt daran, weil da diese ganzen Klippen sind. Und, ja, die fangen leider das Sonnenlicht sehr schnell ein. Deswegen wird es an dieser Bauaufgabe oder bei dieser Bauaufgabe hier immer etwas schneller dunkel als bei anderen. Naja. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, mal direkt eine Frage so am, ja, relativen Anfang der Folge, wie ihr das findet, dass ich jetzt die letzten Folgen komplett alleine aufgenommen habe. Ich bin mir da nämlich echt unsicher, wie die allgemeine Meinung da so ist, also ob ihr das gut findet oder ob ihr eher sagt, nee Daniel, der Server ist da, macht das mit Bauteams und so. Ich lese da immer unterschiedliche Meinungen und kriege da auch immer unterschiedliches Feedback, sodass es mir echt schwerfällt, selber zu entscheiden oder zu bewerten, was da jetzt am meisten gewünscht wird. Aber ja, deswegen frage ich euch, Leute, vielleicht habt ihr da ja mal kurz Feedback für mich, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Jetzt muss ich mir aber doch nochmal gerade... Ja, jetzt ist aber Zeitumkehrer Ahoi Zeit, ne? Ja, da kommen schon die ersten Sterne. Ach nee, das sind meine Spuckflecken auf dem Bildschirm. Ach so, Zeitumkehrer Ahoi trotzdem. So, wunderbar. Ja, ein bisschen besser. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich glaube, dieser Seitengang hier ist vielleicht doch ein bisschen zu breit. Ich mache den nochmal ein bisschen, ja, schmaler. Und dafür wird der Mittelteil nochmal ein bisschen breiter. Machen wir jetzt hier auch noch einen Stein hin. So, wunderbar. Ja, ich glaube, das kann man sowieso am besten aus der Entfernung betrachten, wenn der Animagus... Ja, nice, er funktioniert sogar, Leute. Wow. So, aktuell wäre das die Breite des Bootshauses. Also von diesem Stein... von diesem Stein da bis zu diesem Stein da. Ja, und ich fände das eigentlich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Ja, mein Blick geht gerade nochmal rüber zu dem anderen. Aber, ja, ich glaube, das... Ist das nicht vielleicht ein bisschen klein? Nee, oder?
Wir bauen das Ganze, also ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Plattform ein bisschen länger, damit wir, also wir haben die Breite jetzt schon mal vorübergehend abgesteckt, aber jetzt sollten wir auch erstmal die Länge abstecken, weil beides in Kombination gibt ja erst einen guten Blick darauf, ob das Ganze jetzt von der Größe ideal ist oder ob man das vielleicht doch ein bisschen schmaler oder breiter oder, ja, wie auch immer bauen soll. Genau. Und dann werden wir später, also ich denke mal, wir werden ab der nächsten Staffel dann noch anfangen, den Schwarzen See endlich zu bauen. Wobei davor müssen natürlich noch viele Livestreams kommen, wo wir hier, ne, die Schlucht ein bisschen ausbauen. Ich habe jetzt echt Glück, weil, die Schlucht wurde mittlerweile so weit abgebaut hier, dass wir diese ganze Plattform problemlos bauen können, ohne dass uns irgendwelche Berge im Weg stehen. Aber, ja, trotzdem werden wir jetzt früher oder später doch wahrscheinlich an unsere Grenzen stoßen. Deswegen auch gerade hier der Bereich und alles, auch das Meer da oben zum Beispiel, da müssen wir auch nochmal überlegen, wie wir da vorgehen. Weil, naja, da können wir halt, also wir müssen das Meer trockenlegen, Leute. Ich weiß, ich habe da auch schon Tränen in den Augen, aber es führt halt keinen Weg dran vorbei. Wir können es zwar ignorieren, aber irgendwann werden wir an den Punkt gelangen, dass wir das unbedingt machen müssen. Und die Frage ist halt, wie machen wir es am besten? Aber ich denke, die Livestreams sind da die ideale Möglichkeit für. So, also, jetzt ist die Plattform hier schon mal ein bisschen länger. Ich sag mal, ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir füllen das mal eben aus, so. Ja, die gelbe Wolle kommt natürlich später dann auch nochmal weg. Und ja, ansonsten im Bootshaus selber würde ich auch total gerne mit ein paar Insidern arbeiten. Also zum Beispiel wisst ihr ja vielleicht aus meinem Snape-Fakten-Video, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, das war das neue Fakten-Video über ihn. Da habe ich einen Fakt gebracht oder was? Insider? Irgendwas mit Harry Potter Insider? Ich war, auf jeden Fall hatte ich es schon mal in einem Video angesprochen. Da sieht man in einer Szene eben Snape und im Hintergrund hängt ein Gryffindor-Schal. Und das ist so eine, ja, so eine Insider-Foreshadowing-Szene, kann man das so nennen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls eine Szene, die darauf anspielt, dass Snape ja eigentlich auch ein Herz aus Gryffindor hat, wenn man das jetzt mal so ganz poetisch ausdrücken möchte, weil er sich ja am Ende doch als Held erwiesen hat. Und ja, dass man vielleicht so einen Schal dahin hängt oder so, dass man vielleicht auch hergeht, ja, dass man einfach verschiedene Insider, die vielleicht auch aus den Büchern und aus den Filmen bekannt sind, dass man die nochmal hier einbringt und zur Geltung kommen lässt. Weil, ja, ich meine, wie gesagt, das Bootshaus ist auf jeden Fall sehr prominent, deswegen soll es ja auch gut gebaut werden. Und, ja, dann freue ich mich vor allem auch auf die Inneneinrichtung, denn gerade so ein Gebäude können wir extrem gut einrichten, weil die DecoCraft-Mod hat sehr, sehr viele Sachen, die gerade in Bezug auf so ein Bootshaus sehr viel Sinn machen. Zum Beispiel Fischernetze, Fässer können wir da reinstellen, und das war's schon. Nein, Spaß. Also es gibt da doch schon einiges und, oder auch so ein, keine Ahnung, so ein Fisch, der an der Wand hängt oder so. Gut, das wäre jetzt gleich ein bisschen too much. Oder auch Seile, genau. Wir können Seile da hinsetzen und all sowas. Also ich glaube, das könnte echt cool aussehen am Ende. Und ja, wenn man dann hier im Bootshaus ist, dann kann man hier so richtig geil auf Hogwarts hochgucken und das sieht einfach nur, ja, Leute, es sieht einfach nur mega stark aus. Deswegen, also ich bin sehr zuversichtlich, dass es gut aussehen könnte, aber die Frage ist halt, ob ich das alleine gut schaffen werde oder ob ich mir dann am Ende doch wieder Hilfe dazu hole. Also ich werde mir Hilfe dazu holen, Leute, auf jeden Fall, das steht jetzt schon fest, aber die Frage ist halt, wie viel wird am Ende von meiner Arbeit korrigiert und wie viel wird als gelungen eingeschätzt von euch? Das ist die große Frage, die dahinter steht. So, jetzt der Stein nochmal weg, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Ich würde sagen, nochmal eben mit dem Animagus und yay, der funktioniert schon wieder, ich bin hyped, Leute. So, also ein bisschen länger muss es noch, würde ich sagen. Ja, aber nicht mehr viel. Ich würde sagen, ich mache das nochmal 3 Steine länger und dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal die ganzen Pfeiler fertig. Also diese, ja, ihr werdet es gleich sehen, Leute. Ich bin immer extrem schlecht im theoretischen Erklären. Aber ja, das wie gesagt, also ich hoffe, ich habe euch das Bild eingeblendet. Wenn nicht, guckt gerne mal auf Google. Gebt da am besten mal Bootshaus, also auf Englisch, Boathouse, auf Englisch also ein oder besser gesagt auf Italienisch. Und dahinter natürlich auch Hogwarts, weil sonst sucht ihr euch irgendwelche random Bootshäuser raus. Und ja, da sieht man eben, dass das Bootshaus aus 3 verschiedenen Gebäude oder ja, doch Gebäudeparts besteht. 2 so seitlich an dem Hauptgebäude dran gesetzt. Und ja, an sich ist es eigentlich gar nicht so schwer, glaube ich. Ich glaube, die größte Schwierigkeit wird vor allem die sein, dass man, ja, dass man das Ganze hier gut mit der ganzen restlichen Kulisse interagieren lässt. Also, dass der Berg darauf abgestimmt ist, dass der Schwarze See darauf abgestimmt ist, sowas alles. Das könnte eventuell noch eine kleine, feine Schwierigkeit werden.
Aber ja. So, hier mache ich auch nochmal einen breiter, weil da würde dann später die Mauer nochmal langführen, damit die Schüler hier nicht seitlich runterfallen. Und ich hätte sogar eventuell die Idee, das wäre jetzt allerdings selber inspiriert, das ist keine Vorlage aus dem Film und ich glaube, das ist auch nicht originalgetreu, aber müssen wir ja nicht immer. Und zwar hätte ich die Idee, dass man hier auch direkt den Schwarzen See angrenzen lässt und ja, dass man dann hier quasi an der Mauer stehen kann und direkt auf den Schwarzen See glotzen kann. Wäre eigentlich auch ganz schön. Aber das ist, glaube ich, nicht vom Film inspiriert. Also ich glaube, das ist eine eigene Idee, die ich jetzt gerade habe. Also zumindest ist mir die gerade selber gekommen, aber wenn die in dem Film genauso war, ja gut, dann umso besser, Leute. So, jetzt laufen wir den Weg hier nur einmal ab und setzen diese Blöcke nochmal, ja, ich würde sagen, erstmal einen Stein davor. So, dann haben wir drei Steine frei, dann wieder der. Dann, ja gut, jetzt können wir eh hier direkt den so setzen, genau. Dann wieder drei Steine frei und so, wunderbar. Genau, ja. Jetzt gucken wir nochmal eben kurz von der Seite, ob das jetzt einigermaßen passt von der Länge. Das Ding ist halt, ich bin so ein Eselkopf manchmal. Ich habe mir auch extra nur ein Bild rausgesucht, was so von vorne das Ganze zeigt. Also quasi von dieser Richtung aus drauf geguckt. Aber da sieht man ja natürlich auch keine Länge vom Bootshaus. Also müsste ich das jetzt gerade wirklich schätzen. Ich würde sagen, könnte man machen, ist nicht ganz so verkehrt. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal so. Aber das ist immer schnell korrigiert, Leute, also keine Sorge. Wenn das jetzt nicht so gut sein sollte, dann schreibt das gerne, wir können es jederzeit korrigieren. Kein Thema. So, jetzt die nächste Aufgabe. Wir müssen dieses Seitengebäude hier mit so, ja, Pfeilern besetzen. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie groß die Abstände zwischen den einzelnen Pfeilern werden. Und auf dem Bild sehe ich ja, so 5 Steine vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier so, also, ne? Ich mach das mal so durch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nochmal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nochmal hier. 1, 2, 3, 4. Lol, das geht halt einfach exakt auf. Als hätte ich das abgemessen. Ja, moin Daniel. Manchmal findet auch ein blindes Huhn Korn. Heute ist Sonntag. Geil, cool. So, dann noch einmal hier in diese Richtung. Dann machen wir das gleiche jetzt immer parallel, damit wir da nicht... genau, Daniel. So viel zum Thema parallel. Damit wir das auf jeden Fall, ja, gleich bauen. So, dann nochmal, hier so, zack. Und dann nochmal, ey Leute, also, klar, jetzt gerade ist da noch nicht wirklich ersichtlich, ob ich das gut baue. Aber ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, ich weiß auch nicht wieso. Ist nicht so oft, aber ab und zu passiert das mal. Achso, Moment, wir müssen diese Plattform hier übrigens nochmal ein bisschen breiter bauen. Weil neben dem Bootshaus ist noch so ein, ja, so ein Weg halt, ne? So ein... Ich mach das jetzt auch nochmal 3 Steine, genau, weil da gibt's nur so einen Weg, da kann man langlaufen an der Seite, also man kann quasi auch einmal um das ganze Bootshaus herumlaufen, außer natürlich hinten rum, weil da kommen ja die Boote raus, aber hier an den Seiten kann man einmal am Bootshaus so entlanglaufen, was auch später total geil für Hide and Seek ist, weil ich meine, hey, man kann sich dann im Bootshaus verstecken und kann dann rumlaufen und ich glaube, das könnte ganz gut werden, also... Mein Versteck wird das schon mal. Ach, scheiße, hätte ich nicht sagen sollen, ne? Ach, doof, Daniel. Hör auf, so viel Blödsinn zu erzählen. Ich nutze das natürlich nicht als Versteck, Leute. Würde mir nie in den Sinn kommen. So, jetzt hier nochmal und da nochmal und da nochmal. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Zumindest nehmen mir die Felsen wieder das Sonnenlicht weg. Aber, naja, ich habe den Shader wieder an. Also, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es für euch jetzt selber zu dunkel sein sollte mit Shader, dann werde ich bei solchen Aufgaben davon absehen und beim nächsten Mal ohne Shader arbeiten. Weil, naja, ich habe jetzt tatsächlich eher so die Regel für mich entwickelt oder, ja doch, entwickelt passt eigentlich. Also, dass ich bei den Aufgaben, wo es dunkel ist, den Shader ausmache und bei den Aufgaben, wo wir sowieso an der Sonne arbeiten, dass wir da den Shader wieder anmachen, weil es einfach schöner aussieht. Aber, ja, ich bin da immer offen, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie was gegen habt oder so. Ne, ihr wisst das. So, jetzt müssen wir nochmal gerade kurz gucken. Ich bin nämlich am Überlegen, ob die, weil in der Mitte führen auch so Pfosten lang. Übrigens, wie gesagt, also die werden am Ende nicht unbedingt aus Cobblestone gebaut. Es gibt nämlich auch Versionen, da ist das aus Holz gebaut. Nicht, dass ihr euch wundert. Also, ich mache jetzt erstmal nur Markierungen. So, und Zeitumkehrer, ahoi! Ahoi, so, wunderbar. Ja, wir könnten eigentlich wirklich hergehen und die gleiche Anzahl und die gleichen Abstände nochmal setzen. Ja, könnte machbar sein, könnte machbar sein. So, hier also nochmal, da nochmal und da nochmal, wunderbar. Ja, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Leute, wie machen wir das jetzt weiter? Also, ich setze mal die Seitenpfosten schon mal ein bisschen höher. Oder nee, wartet, wir machen das so. Ich setze jetzt erstmal die vom Hauptgebäude höher, damit wir jetzt auch mal die Höhe abstecken können. Weil das ist die letzte Aufgabe, die ich in der Folge noch übernehmen möchte. Dann haben wir nämlich einmal die Breite, die Länge
und die Höhe in einer Folge ermittelt. Das ist, glaube ich, das größte der Gefühle, was man hier in so einer Testfolge erwarten kann. Und wenn der Animagus funktioniert, dann könnte man vielleicht auch noch mehr erwarten. Ich weiß es jetzt nicht. Animagus, magst du nochmal? Nein, er mag nicht mehr Leute. Ah, alles klar, okay. Ja, dann müssen wir jetzt gleich nochmal im Game-Mode gucken. Oder ich habe einen Besen? Nein, natürlich nicht. Oder ich töte einfach den Raben. Ja, Daniel, das ist doch eine gute Idee. Töten, 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 töten. Ey, wehe, du fliegst runter, du blöder Rabe. Ich will deinen Besen haben. Nein, nicht runterfliegen. Nein, nicht runterfliegen. No. Ja, hört auf mich auszulachen, ihr blöden Serverleute. Mann, so scheiße. Ach, hier komme ich auch nicht raus. Ach, ja, Leute, wie komme ich jetzt nochmal an den Ort, wo ich, nee, warte, nicht spawn, back war das, genau. Ach, come on, ey, das kann doch nicht wahr sein. Du Scheißrabe, alles deine Schuld, du blödes Kackvieh. Ich hatte voll die Pläne, weißt du, ich hatte voll die Pläne in meinem Leben und dann kommst du, du Rabe, und dann falle ich in den Tod. Oh, ich krieg die Krise, ey, das ist, Mann, Mann, na gut, also, dann müssen wir es jetzt wie folgt machen. Ich gehe mal gerade kurz Homebase, dann nehmen wir uns einen Besen und dann können wir nochmal gerade eben so ein bisschen die ganze Scheiße abfliegen. Oh Mann, ich habe meine Papierkrone verloren. Hör auf mich auszulachen, Niklas. Hör auf zu lachen. Nicht lachen. Hört auf mich auszulachen, ihr Blödmänner und Frauen. Hört auf. Nicht lachen, Luisa. Nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Du auch nicht hier, du Ruben, Raben, Ravenclaw. Alle lachen mich aus. Geht weg hier. Lass mich in Ruhe. Ich bin... Nö, nö. Hab keine Lust mehr. Blödes Spiel. Ist da alles kacke hier. Nein, lasst mich in Ruhe. Nein, geht weg von mir. Geht weg von mir. Ich will... Nein, ich brauche euer gespieltes Mitleid nicht. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich bin traurig. So, Leute. Ja, sad life auf jeden Fall. Aber ich werde das noch hinkriegen. Wir werden uns das jetzt trotzdem nochmal angucken. Egal, was passiert. Machen die sich gerade über mich lustig? Ich habe irgendwie das Gefühl, weiß auch nicht, wieso ich darauf komme. Okay, Leute, wie komme ich jetzt wieder? Achso, ja, genau, Besen, bitte kommen. So, ja, wunderbar. So, dann sagen wir nochmal tschüss, Leute, tschüss. So, und dann geht's hier nochmal runter und, ja, gut, jetzt wird's natürlich ein bisschen blöd, weil... Ach Mann, ich brauche nochmal eben ein paar Cobblestones, Leute. Ich weiß, die Folge geht jetzt ein bisschen länger, aber nichts so schlimm, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ey, Moment mal, können die Leute sich eigentlich spoilern lassen? Weil, ich meine, wir bauen jetzt ziemlich weit raus und es könnte ja sein, dass es vom Winkel ausreichend ist, dass die Leute da reingucken können. Da muss der Daniel jetzt gleich aber auf jeden Fall nochmal wissenschaftliche Analysen anstellen. Oder auch jetzt, wartet mal. Nö, kann man eigentlich nicht sehen. Okay, nee, dann ist gut, dann ist gut. Dann können wir hier fleißig weiterbauen, Leute. So, also, nochmal die Seite da. Wir haben wieder eine Rabenfamilie gezüchtet. Sehr schön, Daniel. Hast du gut gemacht. So, das wäre jetzt erstmal der erste Anlauf. Und ich muss sagen, vielleicht noch zwei Steine höher. Also das Dach selber ist übrigens nicht ganz so hoch. Das wird eher flacher gebaut. Deswegen, das sollte man berücksichtigen. So, ja, so finde ich es schon angebracht. Und die Seitenteile, die baue ich jetzt auch mal vor, damit wir schon mal zumindest den... Ja, so den ungefähren Aufbau haben. Den Seitenaufbau. Der ist jetzt 4 Steine hoch. Okay, dann mache ich das hier auch nochmal eben. So. Genau. Ja, ich glaube, einen höher machen wir den noch. So, 5 Steine. So. Und dann machen wir jetzt hier... Ach, verdammt, ich habe auch keine Spitzhacke. Ja gut, dann muss ich mir die gleich auch nochmal kurz holen. Aber ich will das jetzt eben nochmal in der Folge testen, Leute. Ich will das unbedingt hinkriegen. Das schaffen wir. Ach, das schaffen wir auf jeden Fall. Dann habt ihr nämlich schon mal ein besseres Gefühl dafür, wie das Ganze genau gebaut werden soll. So, Spitzhacke, 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 Spitzhacke. Ich muss nochmal eben in meine Base, glaube ich. Oder habe ich... Nee, meine Ender Chest habe ich, glaube ich, keine. Wir gehen mal kurz in die Base. So, haben wir hier noch irgendwo... Es kann auch eine echt billige sein. Ich bin da echt nicht wählerisch gerade. Wir haben nicht mal die... Oh, Mann. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt hier 3 Eisen raus. Kein Problem. Selbst ist der Dagi. Bin immer Profi darin, es mir selber zu machen. So, dann nochmal da ein paar Sticks. So. Hallo, Monomo, wie geht's dir? So, dann so da rein und so. Nein, Daniel, aber fast. So, wunderbar. Und dann geht's wieder nach oben. Und dann testen wir jetzt mal, ob das Ganze wirklich gut aussieht. Aber ich habe das jetzt schon 3-mal gesagt, Leute. Aber ich will wirklich sicher gehen. Die Cobblestones sind prophylaktisch. Oder provisorisch, je nachdem, welches Wort da gerade mehr Sinn ergibt. So, der muss nochmal weg. Und der muss nochmal weg. Kann ich das eigentlich auch vom Boden machen? Naja, wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. So, und dann nochmal hier auf der anderen Seite. Der muss nochmal weg. Und der muss nochmal weg. Und der muss nochmal weg. So, und jetzt gucken wir uns das vom Weiten an, Leute. Ja, da. Es ist auf dem guten Weg, Leute. Ich würde sagen, das ist gar nicht mal so verkehrt.
Also klar, wir müssen dann auf jeden Fall viel dran machen und viel überlegen und viel machen und tun, aber das ist die erste Folge gewesen, wo wir mit dem Bootshaus angefangen haben. Und ich bin gerade mega hyped, weil ich find's nicht ganz scheiße. Also, auch wenn es natürlich jetzt erstmal nur angedeutet ist. Aber hey, schreibt mir mal eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Wie findet ihr das aktuelle Bootshaus? Würdet ihr sagen, ja Daniel, du bist auf einem guten Weg? Oder habt ihr vielleicht sogar schon ein paar Tipps, die ich für die Zukunft gebrauchen kann? Schreibt mir alles, was euch dazu einfällt, gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich da riesig drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Sonntag um 14 Uhr. Macht es gut, liebe Freunde. Und ciao zusammen.